So, hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar zeige ich euch heute mal wieder meine Camponotus nicobarensis. Und zwar hatte ich euch ja über den Community-Tab mal aufgerufen, abzustimmen, über welche Art ihr mal wieder ein neues Video von mir sehen möchtet. Und ich muss tatsächlich sagen, wirklich, die nicobarensis habe ich jetzt gute 10 Monate euch nichts mehr gezeigt. Und ich möchte euch mal ein bisschen über den aktuellen Stand aufklären. Und zwar muss man sagen, das letzte Video war ja ein großer Schwarmflug von meinem Camponotus nicobarensis, wie es da so aussieht. Und jetzt tatsächlich nach dem großen Schwarmflug ging die Aktivität Anfang dieses Jahres ziemlich stark zurück. Tatsächlich waren sie auch dann so ein halbes Jahr fast bis gar nicht aktiv. Und jetzt fangen sie an, wieder so langsam aktiver zu werden. Wie ihr vielleicht sehen könnt, es sind immer noch vereinzelt Männchen unterwegs, aber hauptsächlich noch eben so Jungköniginnen sind hier unterwegs. Können wir jetzt hier zum Beispiel so eine Jungkönigin hier schön sehen. Sogar zwei. Und hier kommt noch eine dritte her, die eben immer noch versuchen abzuschwärmen. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum sie in letzter Zeit auch nicht so aktiv waren. Ganz kurz für die noch nichts zu meinen Camponotus nicobarensis gehört haben. Also ich habe die Kolonie jetzt über 5 Jahre. Größe, sage ich immer ungefähr, mittlerweile müssten um die 10.000 Tiere sein. Spezielle zu Camponotus nicobarensis ist tatsächlich, ja, ich sag selber, das ist eigentlich die typische Einstiegsart ist für die Exoten. Sie haben ja, eine schöne Größe, sind sehr aktive Ameisen in der Hauptzeit. Sind einfach zu halten. Also man kann Nicobarensis trocken halten, man kann sie feuchter halten, man kann sie in Ytong, in Erde und was auch immer halten. Und sind wirklich für die Exoten eine schöne Einstiegsart. Temperatur, ich halte meine eigentlich hauptsächlich bei Zimmertemperatur. Ja, gerade im Moment 22 Grad. Und ja, sie verzeihen auch einem den einen oder anderen Fehler. Jetzt gerade, wenn ihr neu in der Ameisenhaltung seid, sind es wirklich Ameisen, wenn ihr euch überlegt, okay, ihr habt jetzt keine Lust auf die Winterruhe und möchtet gleich eben mit Exoten einsteigen, ist, glaube ich, die Camponotus nicobarensis eine der Arten, die ich wirklich empfehlen kann. Klar, so Kolonien werden jetzt auch volksstark, wie ihr hier seht, eben hier an meiner ist eigentlich immer wirklich was los, immer viel los. Gehen wir aber ein bisschen mal näher hin, dass ihr die Tiere auch besser sehen könnt. Sind eben volksstark, haben einen schönen Polymorphismus. Also Polymorphismus heißt, es gibt unterschiedlich große Arbeiterinnen, eben von Kleinarbeiterinnen über, also Minore, dann Media bis Majore hin. Und da hat der auch so unterschiedliche Größen und ja, Formen. Man kann bei den Majoren ist gerade der Schädelform eigentlich ganz interessant. Also ist so eher schon Richtung Herzchenform von der Schädelform und kleine Arbeiterinnen haben einen kleinen schönen runden Kopf. Also schauen wir mal, ob wir da entsprechend was finden. Geht mal ein bisschen hier hin. Da sieht man jetzt dann zum Beispiel, ja, ja, eigentlich einen Major sieht man hier schon. Hier eine kleine Arbeiterin mit davor. Hier nochmal, das sollte eigentlich auch ein Major sein. Schauen wir mal ein bisschen mehr. Ich habe jetzt vorhin ein bisschen Futter reingeschmissen. Genau, also jetzt hier bei mir zu meiner Kolonie eben, ich ging davon aus, eben, dass in letzter Zeit hatten sie ihre Diapause, haben eigentlich keine bis fast kein oder ja, fast keine Brut aufgezogen. Und eben jetzt fängt es an, wieder mit der Aktivität. Eine Frage, was auch mal kam, aber auch von anderen größeren Haltern, beziehungsweise vom René auch die Frage, weil bei mir jetzt auch so viele Jungköniginnen rumlaufen, ist eigentlich immer die Gefahr da. Eigentlich sagt man oft in der Ameisenhaltung, und was ich auch in den alten Videos auch öfters gesagt habe, okay, was passiert mit den ganzen Geschlechtstieren? Ja, sie werden von der Kolonie entsorgt. Ja, jetzt hier die Jungköniginnen laufen bei mir jetzt schon ein gutes Jahr rum. Was aber immer für eine Gefahr sein kann, auch das war auch leider der Tod von meinem großen Faidole Palidula, ist eben, dass solche Jungköniginnen wirklich die begatteten Königin dann auch töten können und dann so versuchen, ja, Kolonieübernahme würde ich nicht sagen, aber dass es so dann eben eine Kolonie, ja, zum Verenden bringen können. Frage war dann eben gerade vom René auch mal, wie das jetzt bei meinen Camponotus nicobarensis aussieht.
ob meine Gyn noch leben, weil ich habe ja eben meine Camponotus nicobarensis mit zwei Gyn angefangen, aber kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich habe dem letzten Ersprut wieder gesehen, aber ich habe leider auch bei mir ja nicht komplette Nesteinschicht bei meinen Tieren, also muss ich da noch nachforschen. Wirklich, so langsam ist tatsächlich auch mein Plan, weil die schwärmen jetzt schon seit einem Jahr, dass ich bald mal anfange, die ganze Jungkönigin hier rauszusammeln. Muss ich jetzt mal einen Plan machen, weil wie gesagt, so von der Aktivität her, deshalb habe ich meine Nicobarensis euch schon eine Weile nicht mehr gezeigt, war eben das letzte halbe Jahr, waren sie wirklich eigentlich komplett inaktiv, sind wenig ans Futter ran. Man könnte eigentlich sagen, okay, es hat sich eben wie so eine typische Diapause angefühlt und dass sie jetzt hoffentlich bald wieder durchstarten. Vermutung ist, also jetzt vermute ich eigentlich ziemlich viel, ist eben so die Richtung, ja, sobald eben Jungköniginnen da sind, hier seht ihr jetzt mal schön eine Jungkönigin. Vermutung ist eben da, okay, wenn sie Geschlechtstiere haben, kümmern sie sich eher um die Geschlechtstiere und wollen schwärmen und kümmern sich nicht so um die Brut. Also das tatsächlich versuche ich jetzt dann mal bald eben die Geschlechtstiere mal abzusammeln und schau dann eben, wie sich die Aktivität verändert, ob sie dann wieder anfangen, wirklich ihre riesen Bruthäufen zu machen, weil früher war eben der Bruthaufen unten in ihrem Nest drin. Sie gehen zwar an die Proteine ran, aber ich vermisse eben gerade die große Aktivität Richtung Futter. Jetzt schauen wir noch ganz kurz ein Männchen an, wie sie sonst die letzten, ja, vor ungefähr 2 Jahren waren. Also, wir können auch mal kurz noch runter ins Nest schauen. Ja, ach, ich finde einfach diese Jungkönigin hier einfach besonders hübsch. Gucken wir mal, ob wir sie noch scharf gestellt kriegen. Eigentlich wirklich hübsch ist eigentlich an sich, sage ich eigentlich immer in der Ameisenhaltung, okay, woran erkennt man, dass man alles richtig macht? Hier seht ihr, woran man erkennt, dass man alles richtig macht, indem sie eben Geschlechtstiere und vor allem Jungköniginnen aufziehen. So, dann schauen wir mal ins Nest rein. Ich habe tatsächlich mal versucht, hier habe ich noch eine Lampe mal hergeholt, weil ihr kennt hier unten mein Nest. Ist sonst etwas dunkel. Ich versuche mal etwas bisschen Licht zu machen. Ich muss auch sagen, es waren schon mehr Tiere da. Schauen wir mal, ob das irgendwie funktioniert. Ob wir sie nicht zu arg ärgern. Ob wir was sehen. Schaue ich nochmal so hier rein. Genau, hier könnt ihr so eben ins Nest mal reinsehen. Ein bisschen mehr Licht. Jetzt flackert's. So, genau. So seht ihr hier ins Nest rein. Sind hier eben in diesen Kammern hier drin, sieht man, ist immer noch gut gefüllt. Ihr seht ja auch meistens gerade so Majore mit komplett gefüllten Gaster, die eben als Nahrungsspeicher dienen. Ich hoffe, das wackelt jetzt nicht zu arg. Und wie gesagt, mein Plan ist jetzt tatsächlich in diesem nächsten Monat mal anfangen, die ganzen Jungköniginnen rauszusammeln. Ich glaube, ich führe dann auch mal grob Buch. Okay, wie viele Jungköniginnen habe ich rausgesammelt? Mal, kriegt man so ein kleines bisschen heller. Sagt man, manchmal wünscht man sich doch einen dritten Arm. Zoomen wir mal noch ein bisschen. Dann sieht man vielleicht hier schöner rein. Nein, wird so nix. Jetzt nochmal so. Einmal eine Runde ärgern. Dann können die hier eben so ein bisschen ins Nest reinsehen. Hier und eben hier. Klar, jetzt weil ich hier so stark im Licht reinscheine, gefällt es denen gar nicht. Seht ihr ja, wie es ein bisschen. Ja, panischer werden. Genau. Zwecks Haltungsbedingungen eben, habe ich euch ja schon erzählt, sind einfach zu halten. Hier meine Leben eben unten sind so Glasplatten mit bisschen Sandlehm zwischendrin. Hier oben ist so eine 60x30 Arena, wo sie eben ihren Auslauf haben, aber auch im Hintergrund gibt es ein Ytong-Nest, noch ein integriertes. Früher hat eben die Kolonie selber nur hier in dem 60er Becken gelebt, bis ich sie hier unten in mein Nestbecken noch erweitert habe.
das eben hier über einen Schlauch verbunden ist. Sieht man hier auch immer regelmäßig die Ameisen durchflitzen. Genau. Wenn ihr noch Fragen zu Nicobarensis habt, könnt ihr sie immer wieder gerne in die Kommentare stellen. Mehr Infos, wie halte ich sie? Halte ich sie richtig? Klar, vom Futter her, muss ich noch kurz erzählen, ist bei mir immer hier in den blauen Tränken, kriegen sie bei mir immer Wasser. In den weißen Tränken ist immer Zuckerwasser drin. Also Zuckerwasser mische ich so ungefähr 3 zu 1, also 3 Anteile Wasser, ein Anteil Zucker. Und füttern eben Proteine, kriegen sie bei mir eigentlich ja dreimal die Woche. Ja, hier heute gab es Schokoschaben, aber scheint noch nicht ganz so interessant zu sein. Aber ich denke mal, ein bisschen später werden sie da auch noch rangehen. Sieht man hier, dass sie schon mal Interesse dafür zeigen. Wahrscheinlich noch ein bisschen kalt, weil es eben, ich verfütter gefrorene Schokoschaben oder gefrorene Heimchen. Jetzt auch nicht wundern, warum hier meine Arena nicht wirklich sauber ist. Das Problem ist jetzt eben hier auch bei den Camponotus nicobarensis, die Kolonie ist so groß, wenn ich jetzt hier oben den Deckel runternehme, also die Tiere greifen tatsächlich mich auch an, wenn ich jetzt im Becken rumhantiere. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also wie gesagt, Majore, das spürt man schon, wenn sie einen in den Finger kneifen. Das ist jetzt nichts Gefährliches, aber man mag das eigentlich schon. Ne? So, genau, also so viel zu meinen Camponotus nicobarensis zum Update. Also die Kolonie ist 5 Jahre alt, ungefähr 10.000 Tiere. Ist immer schwierig, eben so eine Koloniegröße zu schätzen. Sind leicht zu halten, meine eben bei Zimmertemperatur, aber ihr könnt sie auch erwärmen, damit sie sich schneller entwickeln. Herkunft ist eben Asien aus Ecke China. Und wenn ihr euch eben überlegt, ihr wollt in Ameisenhaltung einsteigen oder habt eure ersten Erfahrungen gesammelt und sagt jetzt, ihr wollt mal eine exotische Ameise halten, ist wirklich die Camponotus nicobarensis eine sehr gute Wahl. Sie machen mir wirklich Spaß, sie zeigen es auch mit Aktivität, wirklich mit schönen Tieren. Der Polymorphismus ist schön ausgeprägt. Und ja, wie gesagt, es macht eigentlich immer wieder Spaß mit ihnen. So, also wie immer, danke fürs Schauen. Kritiken, Anregungen und so weiter auch immer gerne in die Kommentare. Und das nächste Video ist jetzt nach meiner Umfrage dann eben die Demerso angularis. Da habe ich euch auch neue Sachen zu berichten. Aber das gibt es dann eben im nächsten Video. Also, danke fürs Schauen.